Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der analogen Unterhaltung. Ja, hallo, Pete. Hallo, Alex. Du redest heute so überbetont. Möchtest du etwa von deinen Schauspielkünsten Gebrauch machen? Richtig, denn ich bin nämlich der Star heute. Nein, willkommen in unserer kleinen Produktionsfirma. Ich hatte den Kickstarter nämlich von Roll Camera unterstützt und demnächst kommt das ja auch in die Spieleschmiede und wir hatten das jetzt auch schon mal gespielt und dachte, wir produzieren heute nochmal ein Filmchen. Und, das ist eigentlich unser Daily Business und ihr werdet auch gleich sehen, was für einen Film, wir produzieren wollen. Man kann hier nämlich entweder ganz tolle, großartige Filme produzieren oder die sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind. Wir gehen wahrscheinlich eher ins Letzte. Ja, Alex hat gesagt, wir müssen den Trash-Film des Jahres produzieren. Auf jeden Fall. Und wir versuchen das auch. Wir probieren es mal. Das Ganze ist ein kooperatives Spiel, 1 bis 4 Spieler spielbar und 45 bis 90 Minuten, 10 plus, kommt immer drauf an. Ja, es kommt halt so auf den Humor an und ob man die Sachen kennt und so. Naja, das ist ja... Einige kleine Wortwitze sind auf jeden Fall schon dabei, gerade natürlich so diese Szenen und so Untertitelbeschreibungen und sowas. Da sind wir selber auch mal ein bisschen gespannt, wie das Ganze denn im Deutschen übersetzt wird. Das ist ja manchmal vielleicht so ein Thema, da muss man natürlich mal gucken. Hier jetzt haben wir auf jeden Fall noch die englische Version. Okay, Roll Camera, Pete. Das muss man schon mal sagen, das ist schon... Das war so ein Kickstarter-Ding. Ob es die dann auch geben wird, wissen wir auch nicht. Oder ob es eine normale Kiste wird. Ja. Wollte ich zeigen. Ist auf jeden Fall ein kleines Berliner Studio. Keen Bean Studio, genau. Und der Malachi Ray Rempen ist auch Autor und Besitzer des Studios. Ja, und da gehen wir natürlich schon aufs Brett. Und ihr seht hier aus meiner Einstellung so einen kleinen Sideshot, wie es sehr hübsch aussieht. Ihr seht hier auf jeden Fall das Skript, was ja basteln müssen und wir versuchen hier ein Set aufzubauen. Dementsprechend in diesem Set müssen wir, um diese Szene nachzuspielen, die entsprechenden Würfel platzieren können, wie sie hier liegen. Dann können wir das sozusagen in den Film setzen und wir müssen halt 5 Szenen schaffen, damit wir das Spiel gewinnen. Allerdings ist dem noch nicht alles. Wir brauchen noch 2 Sachen, die wir nämlich noch schaffen. Wir dürfen nicht in diesem roten Bereich hier liegen bleiben. Denn wir müssen entweder den schlechtesten Film aller Zeiten machen oder halt hier oben eine der besseren Qualitätsstufen erreichen. Das ist hier so Mittelmaß, ne? Irgendwie pretty, mediocre, halt boring. Also man sieht, Alex wollte schon immer mal so ein B-Movie machen. Ja, auf jeden Fall. So und was auch nicht passieren darf, das mache ich immer in der Detail, wir haben hier so ein Budget und eine Schedule, das heißt, wie viele Runden wir spielen und wie viel Geld wir haben. Und wenn das natürlich auf 0 sinkt, dann steht hier Shutdown Production. Und das ist dann das Ende für uns beide. Und sehr schön gemacht ist die Schwierigkeitseinstellung. Man dreht es hier nämlich einfach um und stellt hier einfach in der Spieleranzahl die Schwierigkeit ein und dreht es dann einfach um. Schwupps, und dann ist es genau richtig eingestellt. Und wir haben also 12.000 Dollar wahrscheinlich und 10... Oder 120.000 oder 1,2 Millionen. Und 10 Wochen Zeit, ja, wie auch immer. Ja. Aber für deinen Trash-Film hast du vielleicht gerade mit 12 Dollar. Ja, vielleicht. Und das ist also auch immer der Startspielermarker, den wir nutzen, sowie auch die Abhandlung. Das Ganze. Wir sehen hier auch schon die Würfel. Das Ganze ist nämlich ein würfelgetriebenes Spiel. Die werden wir, wie gekonnt wir das immer machen, hier natürlich auch fröhlich werfen. Und wenn man dann dran ist, dann kann man die für unterschiedliche Aktionen nutzen. Es ist also ein Würfeleinsatzspiel. Wir haben jeder von uns schon 3 Handkarten. Die sind hier so ein bisschen am Rande. Wenn wir die dann mal ausspielen oder irgendwie damit interagieren, dann zeigen wir euch die auch nochmal im Detail. Das ist vielleicht so ein Punkt... Ja, da muss man mal schauen. Wir dürfen nicht aktiv über den Inhalt der Karten so richtig reden. Also ich darf jetzt nicht sagen, die Karte macht genau das und das. Genau, aber die gibt jetzt 3 Geld oder so. Aber man könnte sagen, ich könnte unser Budget vielleicht ein bisschen erhöhen. Mhm. Ja, sowas geht in der Richtung. Das geht nicht. Also ihr seht schon, das ist halt schon immer so eine Sache. Wir haben unterschiedliche Spieler-Power-Charakter-Sachen hier. Ich bin nämlich der Kameramann, seht ihr hier auch. Und wir können auch das nochmal, bevor es hier gleich losgeht, mal ins Detail halten. Das ist eigentlich sehr cool. Ist das Ganze hier auch so ein bisschen spotlackiert und männlich-weiblich. Die haben hier dann auch immer noch so eine kleine...
Power, die eigentlich unrelevant fürs Spiel ist, aber thematisch schön ist. Ich bin also der Kameramann und ich darf jederzeit hier das Licht im Raum neu anpassen. Also dunkel wird, ja, genau. Wisst ihr, was los ist. Und hier hätten wir zum Beispiel das, wenn auf der weiblichen Seite, dann darf sie alle Fotos angucken, die gemacht wurden. Also irgendwie hier so ein paar Selfies oder Shots vom Spiel. Ne? Ah, zeig mal her, mal gucken, ob das überhaupt die richtige Einstellung ist. Und dann gibt es halt fürs Spiel relevante Effekte oder halt Einsatzfelder. Es gibt immer ein Feld, was gleich ist. Das kann so Ideenkarten refreshen, durchcyclen. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, weil wir natürlich beim Film, beim Set immer wieder auf Probleme stoßen werden, habe ich hier die Möglichkeit mit Gaffertape mal so ein Problem relativ genau, also wenn das Gerüst wackelt, ja, dann wird es einfach mal schnell. Und ich kann natürlich hier Griptruck-mäßig einen Würfel dann hier einsetzen und kann einen anderen Würfel auf ein Licht- oder Kamerasymbol machen. Also habe hier so ein bisschen Würfelmanipulation an der Stelle. Ja, Piet, wer bist du denn? Wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert. Ja, ich bin der Star. Ich bin der Star. Genau. Ja. Ich kann das Skript ändern, wenn es mir nicht passt. Das heißt also, wenn der Film hier, den wir hier machen, gar nicht meins ist, dann sage ich einfach, habe ich keinen Bock drauf. Skript also hier oben. Ist hier oben. Zweiteilig. Da sagen wir auch gleich was zu. Ich kann einfach, weil ich ja der Star bin, habe ich einfach spontan Ideen, die ich dann einfach durchs Acten auslöse. Deine und ich habe natürlich auch genau die Sache, meine Ideen zu refreshen. Und ich darf Applaus anfordern von meinen Mitspielern, wenn ich möchte. Und die weibliche Seite wäre hier, dass man bitte um Ruhe bittet. Hier darf keiner im Raum reden. Und ich dachte, Ruhe beim Video ist nicht so. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das ist fast eher die weibliche Seite, die du spielst. Aber ist auch okay, weil das sieht eher aus wie so ein Hemd. So ein Typ, ja, stimmt. Hemd. Aber es ist auch legitim. Es ist androgyn so ein bisschen. Ja? Ist mir auch egal. Ich bin, bin da offen. Offen für alles und hier hast du jetzt nur eine Hose an. Du bist die Bohne mit nur Hose. Aber ich habe immerhin auch nur eine Weste an. Muss man auch mal festhalten. Ja, vielleicht brauchst du auch nicht mehr. So als möglich. Ja. Damit sind wir eigentlich schon fast in den Vorbereitungen durch. Jeder hat drei Ideenkarten. Wir haben uns einen Charakter ausgesucht. Wir haben hier schon die möglichen Szenenbilder. Wir haben natürlich unser Skript. Das haben wir so ein bisschen zusammengeschrieben. Das Skript ist nämlich sehr, sehr interessant. Es gibt also zweiteilige Karten. Das kann man hier einfach mal zeigen. Ja, die sind also halbiert. Die werden gemischt und dann wird eins halt hingelegt, nach oben gelegt. Und das ist das, was wir also machen möchten. Das heißt, They Buried ist also der Anfang des unseres Films. Also sie haben und wenn Fall wir halt haben. Also eine dramatische Szene haben, in 1 oder 5 kriegen wir dafür 3 Qualitätspunkte. Das will er als Trashfilm natürlich nicht machen. Also hier seht ihr 1, 2, 3, 4, 5. Das sind halt die Slots in dem Editing Room. Und derzeit begraben wir halt Memories. Ach, die alten Erinnerungen. Ich muss das hier mal gerade gucken, wie es nicht so spiegelt. Aber ihr seht ja, wir müssen also 3-mal so eine romantische Szene drehen, dann kriegen wir dafür 3 Punkte. Das heißt, wenn wir das also schaffen wollen würden, so wie der Film gerade entstanden ist, müssten wir in 1 und 5 eine dieser tragischen Szenen machen und in 2, 3, 4 dann diese Liebesszenen. Und das ist aber natürlich jetzt hier auch schon so ein Thema, dadurch, dass es ja diese 2 Ausrichtungen gibt, diese Qualitätspunkte, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir versuchen mal So Bad is Great zu machen, dann wollen wir die natürlich nicht haben, ne? Weil wir wollen ja wirklich ganz unten sein. Bringt uns auch zu dem Punkt, wann verlieren wir eigentlich überhaupt? Das Spiel ist ja halt kooperativ, wir spielen gemeinsam. Wir haben also die Möglichkeit natürlich, wenn wir mit unserem Budget hier am Ende sind, also irgendwann ist es natürlich bei Null oder die Zeit ist abgelaufen, dann sind wir ja wirklich raus. Oder wir sind am Ende, nachdem wir unsere 5 Szenen hier abgedreht haben, wirklich in diesem Mittelteil. Und das gilt es jetzt so ein bisschen natürlich auszuloten. Piet, fängst du einfach an? Weil du gewürfelt hast, meinst du? Ja, Fangen wir doch hier einfach mal an. Wir gehen es ja einfach durch, weil es wird ja hier schon beschrieben, was unser Zug ist. Und als erstes, was immer so am Set passiert, ist natürlich, irgendein Problem kommt immer. Das heißt, wir ziehen hier oben eine Karte, die wir entsprechend beschreiben. Wir haben Someone left the doors open and wild alligators have wandered onto the set. Das heißt also, irgendjemand hat den Käfig aufgelassen und es laufen halt wilde Alligatoren rum. Das bedeutet, put a block token on any one set piece. No crew dice can be assigned to it. Wir haben noch keins. Das heißt, dass wir
Wir haben noch kein Set, wo Alligatoren rumlaufen. Remove reroll and reassign any crew dice already here. If there are no set pieces, shuffle this problem back and draw again. Shuffle back. Na, gucken wir mal, was wir hier haben. Und ihr seht halt auch immer, es gibt ja dieses Problemdeck. Und das Problemdeck sagt auch immer, ich mache mal gleich weiter, wenn es ums Set geht, worum es sich handelt. Und hier ist es Actionklappe. Gucken wir einfach mal. Ich lege das jetzt hier oben wieder hin und ziehe einfach ein neues. Problem. The director wants to do over 100 takes for, of the same shot. Mm. Each time you shoot a scene, lose one schedule. Das heißt also, immer wenn wir eine Szene schießen, verlieren wir ein Problem. Und ich habe sie hier falsch hingelegt. Das ist schon das erste Problem. Wir haben das schon mal gelöst, dass die Problemkarten an der richtigen Stelle liegen. So, und ihr seht natürlich, hier gibt es auch eine Resolved-Ecke. Und hier wäre jetzt der Effekt, wenn wir das Problem lösen wollen, können wir irgendwie zwei Würfel hinlegen. Dann wäre das halt sofort gelöst, dass wir hier rüberkommen. Wenn wir fünf gelöste Probleme haben, kriegen wir dafür zwei Geld oder eine Zeit zurück. Und es wird natürlich, wenn jetzt der nächste Spieler rankommt, wird wieder eins umgedreht, dann wandern die hier so nach links und dann wird es halt immer schwieriger, die Sachen zu lösen, weil die dann gleiche Würfel brauchen. Das ist das Erste, was wir machen. Das Zweite, was wir dann machen, ist, wir würfeln hier diese Würfel. Jetzt darf Pete alle Würfel verwenden, die er möchte. Ein Symbol, was vielleicht nicht ganz selbsterklärend ist, dieses helle Symbol hier, das ist ein Joker-Symbol. Spiel doch mal ein bisschen am Licht. Ich weiß auch gar nicht, warum das hier so hell ist, diese Einstellung. Genau, aber machen wir einfach mal so. Das sind Wild-Symbols, also das sind Joker, die können wir für alles benutzen. Wir haben zweimal ein Actor, wir haben einmal Licht und einmal eine Kamera. Das ist doch schon mal gut eigentlich. Dann geht's halt schon los. Also wir müssen halt als erstes mal irgendwie, also wir haben uns auch falsch aufgebaut. Ja, das Umdrehen ist jetzt, weil es ging dahin. Es ist noch alles im grünen Bereich. Ja. Genau. So, dann seht ihr nämlich auch, welche Teile zur Verfügung stehen. Und wir versuchen natürlich jetzt eine dieser Szenen zu machen, und zwar eine der oberen eigentlich. Ne? Weil wir ja keine Quality eigentlich haben wollen. Theoretisch wollen wir keine Quality haben. Ja, das Schöne ist, hier unten sind dann auch immer Notizen, mit welcher Einstellung die geschossen werden und wo es Probleme geben könnte. Und hier muss man halt auf der Toilette aufpassen. Und so. Aber die immerhin, wenn man das hier erfüllt, kostet nicht so viel Geld und man kriegt Quality weniger. Und vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, ja noch eine Szene hier in unserem Schnittraum zu verschieben, irgendwie deine Ideen. Also, weißt du? Den Editor haben wir jetzt nicht genommen. Nee, aber es gibt ja, haben ja alle möglichen Ideenkarten, diese Sachen. Kann ich wirklich? Ich glaube, ich kann mich da irgendwie einschließen und kann da was machen. Das heißt, hier würde man jetzt erstmal gucken, unser Set, was wir dafür brauchen, um diese Szene zu drehen. Das ist aber ganz schön krass, weil es ja 5 1, 2, 3, 4, 5, ja. Das sind 5 Sachen. Und es braucht Dry Actors. Aber ich nehme mal zwei Würfel, das müssen die gleichen sein, weil wir wollen eine neue Szene bilden. Das heißt, hier müssen zweimal die gleichen hin. Ich setze die hier ein. Ich zahle ein Geld. Ja das doch sagt, haben wir es ja. Das sagt das Feld hier, ne? Ein Geld bezahlen. Und dann darf ich mir eins der beiden kaufen. Und generell machen wir vielleicht hier so in der Ecke. Und das, würde da ich das halt nehmen, das darf ich halt drehen und wenden, wie ich will. Und ich würde es jetzt wahrscheinlich so machen. Muss es nicht eins höher? Ja, nee, doch, ja, wir sind halt hier die beiden frei, und genau, wir müssen hier noch zwei hin und es wird schwieriger. Ja. Aber da kommt ja auch noch was. Okay. Ja. Das waren jetzt also schon mal zwei von sechs Würfeln. Ja, mach mal, Piet. Ist alles fein. Wir probieren es mal hier. Und ihr seht vielleicht hier auch schon, na, hier ist so ein Symbol abgebildet von diesem Schauspieler. Da darf man jetzt wirklich auch nur ein Schauspielsymbol ablegen. Das ist also so ein bisschen einschränkend. Aktuell ist das ja für uns gar kein Thema, aber wir wollen natürlich hier zweimal Schauspieler, dann einmal Mikrofon, Schauspieler, Kamera. Und was hast du denn so für tolle Ideen, Pete? Dinge, die ich gerade nicht unbedingt machen wollen würde. Okay. Also ich hätte hier... Also jetzt hätte ich vielleicht Feuer machen sollen, aber es ist halt auch ganz nett. Das Erste, was ich mache, ich benutze mal zwei Würfel.
bevor wir hier eine Szene schießen und erledige dieses Ding. Ja. Wir haben uns hier so runtergeschoben. Und dann hast du noch zwei Wild-Symbole. Die ich irgendwie benutzen könnte. Aha. Was kann ich denn so Schönes machen? Ich könnte eine Idee oder ich kann das Skript ändern. Da habe ich jetzt auch keine Befugnisse, aber ich glaube, eine Idee spielen wir vielleicht ganz gut. Gucken wir mal, was wir so haben. Jetzt ist es so, wir machen natürlich ein Produktionsmeeting. Sagen hier, Leute, wir müssen vorankommen. Erstmal Kaffee trinken. Achso. Wir brauchen ein paar Ideen, um hier den Film voranzutreiben. Mhm. Was könnt ihr denn so sagen? Da wir zu zweit spielen, kommt eine dieser Ideen vom Stapel, die ich dann, wo ich die aussuchen kann. Und jeder von uns muss jetzt eine Idee spielen. Okay. Ich habe hier eine schöne Sache. Ich will nur mal so sagen, ja. Da wir die Karten jetzt noch nicht so gut kennen, können wir die Flavortexte nennen, ohne dass Pete das jetzt auch schon weiß. Shoot the actors without doing hair and makeup today, Pete. Also mit dir wird heute mal eine Szene gedreht, ohne die Haare und Make-up gemacht zu haben. Ja, dann will ich auch mal einen Applaus haben. Das ist ja die Wahrheit. Danach. Entschuldigung, auch schon davor. Gut, die gebe ich dir mal. Ja, dann sieht man sich die entsprechend an. Ich kann die ja mal hier versuchen, irgendwie reinzulegen, dass man die mal besser sieht. Ja, reinlegen ist gut. Da haben wir nämlich also Shoot the Actors without doing hair and makeup und da wird es natürlich, da kommt dieser ganze Humor, den man so kennt oder den man hier so sieht, voll zum Tragen und wir losen zwei Quality und gain the Schedule. Ich glaube, ich weiß, woher das kommt. Hallo, wir haben ja keine Zeit. Have everyone take two more showers than usual. Also wir haben keine Zeit, das heißt aber mehr Duschen ist drin. Each player may immediately draw up to 5 ideal cards. Under the next production meeting, everyone hands size is 5. Und wir haben Put Shopping Card Wheels on the Sets. Das heißt, sie sind leichter zu verschieben. Und dann könnten wir die bewegen und drehen. Mhm. Und jetzt ist es so, eine der Ideen muss abgelegt werden. Das ist also die, die ich hier gespielt habe. Eine der Ideen kann man dann später ausführen. Die lege ich mal hier hin. Und eine wird sofort ausgeführt. Und das ist halt die... Okay. Das heißt, eins... Genau, wir verlieren zwei Qualität und kriegen eine Zeiteinheit dazu. Eine Woche geschenkt. Naja, wieder. Dann wird die halt auch abgelegt. So effektiv gedreht haben, kann man nicht anders sagen. Und jetzt hätte ich noch einen Würfel. Mhm. Genau, jetzt hätte Pete noch einen Würfel. Können Sie zum Beispiel diese Idee auch noch? Übrigens Idee, es wird dann immer nachgezogen auf 3. Das ist ein guter Hinweis. Zip, zip, zip. Ich habe auf jeden Fall auch noch was für Set bekommen. Und jetzt, das ist eigentlich ganz cool. Du hast einen guten, ja, das war nämlich der Plan. Wir wollen ja die Qualität runterbringen, deswegen habe ich die gesehen. Und ihr seht, hier hat so ein halbes Feld. Das heißt, ich kann hier einen Würfel einsetzen, den brauchen wir auf jeden Fall. Und hier kann man entweder einen Würfel einsetzen oder die Qualität um einen runterbringen. Qualität bezahlen. Zick. Und da wird jetzt mit Qualität bezahlt und jeder zieht jetzt einfach auf 5 Karten auf. Und hat bis zum nächsten Meeting also 5. Also es werden viel mehr Karten dann einfach nur abgelehnt. Abgelehnt? Abgelegt. Abgelehnt. So, dann ist sie auch weg. Und damit ist meine Runde vorbei. Dann würden jetzt alle Würfel, die benutzt worden sind, vom Brett genommen. Das heißt also, die kommen raus, die sind benutzt. Der ist benutzt und der ist auch benutzt. Man muss, das heißt, man muss auch nicht immer, ihr seht ja hier Felder, wo irgendwie 2 oder 3 Würfel eingesetzt sind, die muss man auch nicht gleich auf einmal einsetzen. Man könnte auch hier dann in unserem Set, wenn wir diese Szene machen, kann man Würfel auch schon einsetzen, die dann erstmal liegen bleiben über mehrere Züge. Wenn man sich denn als aktiver Spieler trotzdem entscheidet, irgendwie die zu benutzen, dann kann man sie runternehmen und werfen. Wir hatten jetzt quasi hier nichts irgendwie aufgebaut. Deswegen kriegen wir die jetzt natürlich schon sagen können, hier, ich logge hier einen ein. Ja, oder man setzt irgendwas schon in unser Bühnenbild. Ja, aber wir brauchen noch mehr Bühnenbilder und so. Das ist alles fein. Dann geht es natürlich, da bitte mal nicht vergessen. Halt. Wir müssen ja hier erstmal weitermachen. Und zwar am Ende der Runde wird natürlich Advanced Schedule gemacht und dann Passes. Dann sind wir also bei 10, weil wir haben ja eben noch eine Zeiteinheit bekommen. Was hast du denn für ein kleines Problem? Lehne mich mal zurück. The actors have decided that their characters would only speak in whispers. Also du hast wieder, was soll ich sagen, Pete? Irgendwie... Was hast du gesagt? Ja.
Wir brauchen jetzt also, um eine Szene zu schießen, wirklich einfach heiß, ein extra gesagt. Mikrofon. Wir müssen jetzt noch mal ein Mikrofon mehr aufhängen. Ja, warte, ich nehme mal deins. Ja, das ist natürlich so mäßig toll, aber das passiert auch erst, wenn man das auch wirklich aktiv eine Szene halt umsetzt. Da müssen wir mal gucken. Jetzt werfe ich hier erstmal die Würfel, darum geht's ja. Yay! Guck mal, was ich habe. Ich habe aber auch drei Mikrofone gewürfelt, muss man festhalten. Ich hier als Kameramann habe es eigentlich eher mit Licht. Ja. Ich bin der Kamera- und Tonmann. Also zwei Kameras, drei Mikrofone und einmal hier so kreativ-apartment-mäßig. Ah, wir brauchen ja noch einen Bühnenteil auf jeden Fall. Mhm. Und bloß das mit dem Licht hier ist kacke, dass das nur Licht hat. Ja, du kannst auch das Rechte bauen und dann nochmal das hier. Wir kaufen uns einfach eine Zeit. Hm. Weil ich finde, fünf Würfel einsetzen auch ziemlich schwierig. Ist auch so eine Sache. Schwierig. Aber das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Das ist ja, wir können das ja nur drehen. Und genau, also so ein Szenenbild, wir können das ja mal sagen, darf halt gedreht werden. Das heißt, es muss so sein, damit ist es falsch. Mhm. So sein, das heißt, hier müsste noch einer hin. Oder so sein. Stimmt, ja. Oder das, so sein. Das könnte, wenn wir es so machen. Und die Karte, die da drunter ist, habt ihr nicht gesehen? Ich jedenfalls nicht. Ich habe sie auch nicht gesehen, weil ich gerade auf dieses Puzzeln, das macht mich manchmal schon ein bisschen kirre, was da so los ist. Aber wir wollten doch unsere schöne... Ja, aber die machen wir später. Nicht, ne? Mhm. Wir brauchen ja erstmal was. Wir wollen die ja sowieso nicht auf 1 haben. Du hast vollkommen recht. Ich werde jetzt erstmal mit meinem Gaffer-Tape ein Problem lösen. Ne? Zack, weg, wird alles irgendwo angeklebt oder gemacht. Weg hier dieses Problem. Boom, bang. Achso, dann könnte ich das ja auch einfach liegen lassen. Dann machst du es einfach weg. Bang, bang. So einfach geht es hier auch mal eine Player-Power genutzt. This turn, Wild War. Und es ist halt so, dass jeder Charakter, wenn man ja zum Beispiel den Setbauer hat, dann kann man natürlich auch mehr Sets bauen in der Runde oder wenn er dran ist. Und egal mit wie vielen Spielern man spielt, die Rundenanzahl, also die variiert natürlich ein bisschen, aber man sieht ja dann, wir kommen halt öfter ran. Im Mehrspielerspiel würden einfach die Charaktere weniger rankommen. Hätten dafür aber mehr Varianz in den Aktionen. Ich schaffe es auch eh gar nicht, die Sachen da alle unsere Symbole hier zu legen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal noch ein Setpiece. Ja, ich hole hier mal ein Setpiece. Wollen wir jetzt das hier nehmen? Erstmal geben wir ein Geld aus. Ja, das darf man natürlich nicht vergessen. Und dann suchst hier, du eins aus. Hier darf irgendein Wild auf der Kamera liegen. Wir können das Mittelteil auch überbauen. Das ist auch eine Option. Wir können es aber auch einfach benutzen. Mhm. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ja. Also hier darf man irgendwas rauflegen und es zählt dann zum richtigen Symbol. Und Würfel dürfen halt nur in blaue Felder eingesetzt werden. Das heißt, ihr seht auch, wo wir die da irgendwie einsetzen können. Mhm. Gut, dann haben wir das Set jetzt schon mal hingebaut. Wir wollen also diese Karte so bauen. Ich könnte jetzt hier also schon mal an der Stelle hier einen Würfel einsetzen. Mhm. Jetzt habe ich noch zwei übrig. Kamera. Eine Kamera. Und Dings. Wollen wir noch eine Idee mal machen? Klar, Ideen sind immer gut. Lass uns doch mal hier so ein Meeting einberufen. Ich würde eine Idee spielen für nächste Runde. Na, du würdest eine Idee spielen für nächste Runde. Ich würde eine Idee spielen für diese Runde. Okay. Dann ziehen wir wieder eine. Weil, kannst du ja mal angucken. Gucken wir uns mal an. Also ich habe hier eine Idee gespielt, das dachte ich, die wäre nächste Runde ganz gut. Nämlich in dieser Runde kosten 10 2 Geld weniger. Das wäre vielleicht cool, wenn wir nächste Runde die Szene drehen wirklich. Mhm. Dann können wir da ein bisschen Geld sparen. Deswegen lege ich die hier schon mal hier raus. Dann haben wir This Turn All Bonus Spaces hier sozusagen in unserem Bühnenbild.
haben sozusagen zweimal den Effekt. Es gibt halt Sachen wie generieren noch Quality oder ähnliches. Oder Geld oder ja. Makes a set super atmospheric with a haze machine. Also hier schon mal kurz die Nebelmaschine. Don't use any electrics, also hier kein Strom, ja, Strom aber wird gespart. Er grinst auch so ein bisschen dabei. Er grinst richtig gut. Ne? Aber das passt eigentlich auch thematisch hier zu unserem, der ist so bad, ja. Also wir machen nicht die Haare, wir haben nicht mehr richtig Scheinwerfer. Das ist mir heute bei der Bahn auch passiert, der Bahnhof war aus. Das machen wir also jetzt, weil wir werden nämlich keine Szene heute schießen. Genau, das war nämlich der Hintergrund. Alles perfekt. Strom aus. Das kommt also jetzt hier gleich zum Tragen. Wir bekommen also 2 Geld oder 100.000er, wie auch immer. Und wir dürfen jetzt auch in diesem Zug keine Szene schießen. Das merken wir uns aber. Und die andere Idee wird hier abgeworfen. Okay. Dann habe ich jetzt hier noch einen Würfel. Den setze ich jetzt einfach mal hier ein. Ja. Ist okay. Deine Kamera, die auf der Kamera meine sitzt. Meine Kamera, die auf der Kamera sitzt. Kannst du gerne machen. Den habe ich jetzt. So, jetzt musst du die Würfel runternehmen, die du runternehmen willst. Zack, zack, zack. Jetzt hat Pete dann gleich nur noch 4. Mhm. Wir müssen aber natürlich wieder mit unserem Zeitplan hier nach unten gehen. Ja, der schreitet. Wir müssen auch beide noch eine Idee abwerfen, weil wir ja über unserem Handlimit von 3 sind. Ja, aber ja, das mit den 5 war ja nur... Ich habe hier nochmal sowas. Ich hau mal diese Idee hier weg. Repaint the set and pretend it's a different one. Ja, das ist ganz neu gebaut. Ja, ich pack auch eine Idee weg und dass sie dann halt ein unpaid day off bekommen, können wir uns gerade auch nicht leisten. Unpaid day off, ja, das sind die besten Tage. Ein guter unpaid day off. Ja, also wir versuchen jetzt da oben diese tolle, lustige vielleicht. Szene. Wir vielleicht gucken einfach mal. Wir gucken mal. Immerhin haben wir schon die Hälfte der Szene. Also die Szene ist der Zettel schon mal gebaut. Der Zettel ist schon mal gebaut. Wir haben auch schon ein bisschen angefangen vielleicht. Mal gucken, was du aus... Ah ja, genau. Wir müssen ich ziehe erstmal ein Problem. The cinematographer insists on shooting on 120mm Film. Das soll ja fast ein Arthouse-Film werden, ja? Every scene called now costs one more to shoot. Mhm. Das kannst du selber lösen, dein Problem. Da. Wenn du das unbedingt möchtest. Das ist einfach hochwertig. Besser, als wenn ich gesagt hätte, wir schießen das mit Polaroid. Ja, dass wir 16 Polaroid für auf jeden Fall. Okay, dann würfeln wir einfach mal. Was wollen wir jetzt? Du sollst auf jeden Fall Licht und ein Schauspielsymbol werden. Licht und Wild. Ja, ist doch... Ich glaube, I go wild. I go really wild. So, das heißt, ich nehme die hier einfach mal und lege die hier mit aufs Brett. Mhm. Wenn ich jetzt wollte, könnte ich auch die runternehmen und neu würfeln. Mhm. Also die Option hätte ich. Wenn mir jetzt also einer gefehlt hätte, hätte ich jetzt einfach die Kamera runtergenommen und hätte neu gewürfelt, weil da ein Wild-Symbol zum Beispiel drunter ist. Um zu gucken. Ne? Ich kann aber jeden Würfel nur einmal im Zug neu würfeln. Das kann ich also nicht. Ich kann den nicht einsetzen und wieder runternehmen. Ich kann nur, was eingesetzt ist. Das kann ich auch mit anderen machen, die eingesetzt sind. Die Möglichkeit besteht. So, wir brauchen also ein Production Meeting würde ich jetzt nicht machen. Nö. Wir schießen einfach die Szene, oder? Und welche? Und naja, unsere, die wir da schon vorbereitet haben. Okay. Und was brauche ich denn überhaupt? Ich brauche den Actor, das bin ich, ich brauche den, das heißt, die darf ich benutzen. Ja, und damit könntest du das Problem lösen, dass wir dann wirklich auch nur 4 Geld und eine Zeit bezahlen. Ja. Ah nee, da bekommen wir ja sogar eine Zeit auch. Da kommen wir eine Zeit. Ja. Und da ich sonst nicht weiß, was ich mit meinen Würfeln machen soll, ich könnte natürlich ein Produktionsmeeting wieder einberufen, aber die Karten nicht so habe. Ja, was wir jetzt halt nicht machen konnten... Ist halt das, ja, aber das kann man sich ja dann immer noch mal aufheben. Wieso? Ja. Ich kann das doch noch machen. Ja, aber dann würdest du nicht das Problem lösen. Aber wir würden halt trotzdem... Das ist ja auch dein Problem. Nicht mein Problem, verstehst du? Okay, stimmt, ist ja richtig. Müssen wir ja auch nicht. Ich meine, wir haben aber immer noch einen Discount von 1. Was ich dir gebe, ist ja dieser Würfel. Okay. Ich senke mal unsere Qualität hier, um diese Idee auszuführen. Double the caffeine content in the craft service coffee. Das heißt also, wir haben jetzt richtig geil Kaffee. Jetzt geht's richtig los. Damit sind wir alle hyperaktiv und die Szene, die wir schießen, kostet 2 weniger. Wir schießen jetzt eine Szene. Wir müssen halt das Ding hier nachbilden, diese Szene.
die es hier so schön gibt. Im Storyboard und das muss hier hin. Und damit ist die Szene hier oben geschossen. Ich gebe jetzt 4 Geld aus. 1, 2, 3, 4 geben wir 3? Auf 8. Du musst nur 3 ausgeben. Ich muss nur 2 ausgeben, weil nee. Dieses Jahr um 2 ja, weniger ist. Aber 1 mehr hat unser Problem ja, weil ich ja... Das sind diese alten Geldwechseltricks jetzt, die vor, zurück, haben wir da jetzt, verloren. Haben wir da jetzt noch Gewinn gemacht bei der Sache? Und dann kriegen wir ein Schedule, kriegen wir also, gehen wir auf 10 wieder hoch. Ja, weil wir richtig schnell gedreht haben. Ja, wir haben richtig viel Geld ausgegeben. Mit dem Kaffee und dann würden wir halt diese Szene hier schießen können. Wir überprüfen das nochmal. Wir haben hier ein Wild, wir haben das Licht, wir haben das Malerische, das Setbuilding und den Kameramann haben wir. Und jetzt wird es nämlich lustig. Und jetzt wandert diese Szene hier, die dreht man nämlich um. Oh mein Gott, die sprechende Toilette. Da haben wir vielleicht unsere Gedanken drin vergraben. Well buried, ja. Ja, wenn wir nicht vielleicht am Skript noch was ändern. Aber wir legen das jetzt hier in die erste Szene. Once Upon a Time, und das kann man dann auch so ein bisschen durchgehen. Ne? Genau. Hat unser Star hier mit der Toilette gesprochen. Vielleicht hat er da was gefunden. Oder die heilige Toilette. Er hat, oder hier in der Ecke gibt es jetzt keine weiteren Boni. Das kann man, Linie. Ja. Und ja, damit passiert jetzt hier auf unserem Quality-Track erstmal nichts. Oh, guck mal, ja, wir werden so gut, da kommt sogar eine Liebesszene nach. Ja, aber wir wollen ja eigentlich keinen Quality kriegen. Ja? Deswegen haben wir uns ja jetzt auch entschieden. Nee, wir können ja nur, also 2 können wir. Ja, das stimmt. Ja, ja. So, damit ist die Runde eigentlich beendet, weil alle meine Würfel sind eingesetzt. Das heißt also, ich nehme die hier runter. Das Set geht nicht kaputt, das bleibt so. Das können wir halt jetzt rearrangen und entsprechend neu nutzen. Ich gebe dir die 5 Würfel zum Spielen. Mhm. Ich wünsche dir, du musst die Schedule nochmal anpassen. Dann geht die Zeit hier natürlich wieder runter. Dann jetzt haben wir jetzt schon hier das Problem. Probleme. Ja, ich wollte es mal zeigen. Ja, das Problem kommt ja rum und wir ziehen jetzt natürlich mal neue. Mal gucken, was es Neues gibt. The wind machine has gone haywire and is blowing everything around. Das heißt, die Windmaschine ist an und geht nicht mehr aus. Ja, weil wir auch in Florida drehen, mussten wir ein bisschen uns abkühlen. Ne? Erst kommen die Alligatoren. Achso, ich dachte, irgendjemand hat das Boot vergessen auszumachen. Ja, oder so, stimmt. unseren Swamp-Glider. Ja, auf jeden Fall. Am Ende der Runde müssen wir alle Set-Pieces um 90 Grad drehen. Even if they have dice. Das heißt, selbst wenn die Würfel haben, normalerweise kann man die nicht jetzt drehen. Könnten wir aber damit sogar spielen, dass sich unser Set dreht. Das kann ja sogar ein Vorteil sein. Ja, siehst du, da kommt wieder der Kameramann, der alles denkt, das ist aber gar nicht so schlecht. Doch, da müssen wir ja gar nicht selber so viel Hand anlegen. Hand anlegen? Okay. Ja, dann zeig mal, was du kannst, Kameramann. Mal gucken, was wir hier gewürfelt haben. 4 von diesen... Ich gebe dir aber leider recht, dass man, wenn man das... Um 90 Grad. Ja, du musst es dann aber auch so bauen, dass es in der nächsten Runde dann funktionieren könnte. Das heißt, das dreht sich hier um 90 Grad, dann haben wir das hier oben, den haben wir durch den blauen, dann, das Teil ist egal, aber dann müssten wir das hier noch einbauen. Ja, aber dann müssten wir das auch bis zum Ende der Runde haben. Aber ja klar, das könnte man machen. Dann baut man das so, dass sich das gleich richtig dreht. Dann kannst du auch den Würfel da oben neu würfeln, wenn du magst. Ja. Oder der liegt da schon mal fürs nächste Problem. wir haben da schon mal vorgesorgt. Ja, machen Sie sich keine Notiz, Sie sind versichert. Ich werfe den auch nochmal hin. Der Lichtmann würfelt ein Licht. Geht dir jetzt ein Licht auf? Ich lass uns das mal machen. Lass uns das mal wirklich so probieren. Ich nehme mal das hier. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie es liegt. Dann geht es jetzt nach 90. Ja, wird ja so hochgedreht. Sieht der Pfeil so aus. So. Counterclockwise übrigens. Ja, geht, genau. Und dann liegt es hier. Und dann passt es doch. Ja, du machst es. Ich vertraue dir da. Ja, verdammte Axel. Ich vertraue dir da, sagt er. Ja, du bist der Mann. Dann werde ich mal das Problem... Ich drehe überall das auf. Problem, also für mich ist es ja kein Problem. Ich wollte ja in 120 mm schießen. Und ich löse es nämlich auch wieder mit Gaffertape. Ne? Also ich nehme zwei 60 mm Filme. Die kann man nämlich einfach zusammenkleben, ja. Oder? Ist das nicht was? Und ich dachte, du biegst es einfach um und klebst es dann ab, damit es nur noch ein 80 mm Film. Oder so, nee, aber ich wollte ja extra diese 120 haben. Das muss schon passen. Muss schon passen. Mann. Da hat er sich selber eigentlich ins Gewissen geredet, der liebe Alex. Ach, wer weiß. Geld. Oder hier ist einfach der Film aussehen. Ja, das stimmt auch wieder.
Geld kriegen ist ja auch immer eine coole Sache. Wir wollen jetzt das unten haben. Ich habe jetzt schon mal Licht. Licht braucht man gar nicht in der Szene, aber eine Kamera braucht man in der Szene. Ich würde hier vielleicht schon mal einfach eine jetzt bin ich Kamera dahin drehen. Er sagt, er hat immer da Probleme damit. Jetzt bin ich gar gespannt, ob das alles funktioniert. Ja, ich bin da auch mal sehr, sehr gespannt. Da hast du vollkommen recht. Lege ich mal hier eine Kamera rein. Wollen wir noch mal über ein paar Ideen reden? Vor allen Dingen brauchen wir ja drei Actors. Das wird sehr lustig. Ja, das stimmt natürlich. Ja, oder viel Wild-Symbole. Ja, wenn wir nächste Runde nicht schaffen, dann dreht er. Dann muss ich, man muss schon das Problem lösen. Das ist auch so ein Faktor. A Wild One. Wild, Wild One. Möchtest du... Wie sieht's denn so aus? Production Meeting? Wie fühlst du dich? Also ich hätte was, da würden wir Geld kriegen. Ich habe nämlich eine ganz tolle Idee, nämlich Geld zu leihen von so... Ich habe auch eine. Borrow money von unscrupulous characters. Das darfst du doch gar nicht sagen. Naja, naja doch, die Uber, oder? Den Flavortext, darf man die nicht sagen? Könnte man, ja. Aber, also ich habe so ein paar Ideen, ob die gut sind, sei jetzt mal dahingestellt. Ja, komm, wir machen das mal. Wir wollen mal gucken, was Pete so für Ideen hat. Da gibt es erstmal eine für dich. So. Welche Idee nehme ich denn? Hier. Du wolltest Geld machen, wünsche ich dir viel Spaß bei. Meine Idee ist einfach, Dinge vom Set zu verkaufen. Oh nein. Aber wobei, vielleicht. Also ich könnte hier ja irgendwie Geld leihen von Leuten. Ach guck mal, da treffe ich an der Ecke einfach so Bohnen, die mir in der Manteltasche ein paar Dollar zeigen. Da würde ich aber auch mir ein Problem anlachen. Ja, ja, wer weiß, was du da abkriegst. Ja? Da ist alles dabei. Wir können eine Szene abwerfen und crumple that up and think of something cheaper or better. Also da können wir jetzt nochmal eine Szene austauschen. Das finde ich vielleicht ja für später gar nicht so schlecht. Und hier können wir jetzt ein Setbild abwerfen. Mhm. Wir verkaufen einfach hier so Utensilien, die wir auf dem Set haben. Seien die Leute ja, Millionen vielleicht. Oder? Was ja theoretisch praktisch, wir können ja dieses Setting abwerfen sogar. Ja. Lass uns das mal machen. Ich nicht, dass man zwei Würfel braucht und dann wieder ausgibt, um wieder was hinzulegen. Nein! Ich weiß, aber was soll ich sagen? Wir Move it from the game. Ja. Zack, dann kriegen wir dafür zwei Geld. Jetzt hier so ist elf. Er. Das haben wir gemacht. Und jetzt so ein bisschen die Frage. Ach so, wir können die Szene gar nicht schießen übrigens. Hä? Warum können wir ja, weil wir in der Qualität nicht nach unten gehen können. Ach, man muss erst nach oben gehen. Naja, aber vielleicht können wir ja dann die Idee ausführen. Weil da gehen wir dann eine Quality ab. Wir kriegen ein Geld und gehen eine Quality ab. Weißt du, bevor wir das machen. Da tauschen wir hier eine Szene aus, also eine von den oberen. Mhm. Und ja, oder auch die untere. Aber das ist ja so ein bisschen vorbereitet. Ja. Das mache ich auch einfach hier gleich. Ach nee, dann gehe ich ja. Das kann ich das auch machen, wenn wir hier runtergehen? Nee, also wenn wir hier runtergehen, geht das ja nicht. Nee, wir können das nicht machen. Mhm. Also nee, können wir das nur hier hinlegen. Okay, ich mache das mal. Dann gehe ich damit ein Geld runter, aber ich krieg hier vielleicht, also ich krieg hierfür auch gleich ein Geld wieder. Nee, deswegen. Oder. Ah ja, du kriegst entweder das Geld oder die Qualität. Gehe ich ein Geld runter, hier gehe ich in der Qualität rein. Der Kameramann, ey, wir brauchen hier noch. Ja, und das brauche ich auch noch. Und dann schwupps. Ja, von wegen die Szene hier. Welche, ich würde ja fast sagen, die Szene hier aus dem Tausch. Ja, okay. Aber das ist eigentlich eine sehr lustige Szene, denn. Ja, es geht einfach um Stunt-Injury, wie einer halt. So, wie einer so ein Baseball. Ein Baseball in einfach. Mann. In die Genitalien. Und dann kommt jetzt hier eine neue hin. Dann leg mal deine Hand da weg. Perfekt. Das MCU, das haben wir da. Nur romantisch, sie liegen da auf der Wiese, gucken in die Ja, Video. Ja, auf jeden Fall. Ja, White Moonlight, not blue, ganz wichtig. Ja. Und unterhalten sich da. Wir haben da oben aber auch so ein, da was, wo wir Licht brauchen und sehr viel Kamera, sagen sie. Gucken wir mal. Dann habe ich einmal meine Würfel hier eingesetzt. Wir gehen mit der Zeit wieder eins nach unten. Wir gehen mit der Zeit. Wir gehen eins mit nach der unten. Zeit. Dann gibt es hier 5 Würfel für Pete. Und am Ende jetzt, das wird man nicht vergessen, jetzt drehen wir die hier alle um 90 Grad. Ja, extrem einfach. Jeder zieht auch noch eine Idee. Jeder zieht noch eine Idee, genau, das darf man nicht vergessen. Das rutscht hier weiter. Wir gucken mal, was es für ein neues Problem gibt.
Was gibt's denn hier schon wieder für Probleme? The Storyboard Artist draw all the storyboards in invisible ink. Mit unsichtbarer Tinte hat er die ganzen Storyboards. At the end of each turn, discard all scenes in the storyboard and draw new scenes to replace. Oh, das ist natürlich... Das wird hier spannend. Das wäre vielleicht schon mal schön zu lösen, wenn wir jedenfalls unseren Plan da... Na, ich würfel die jetzt einfach und dann ist es ja real. Du hast genau 5 Würfel und würfelst das jetzt, ja? Ein Dreier. Nein. Ektar ist falsch. Einer liegt ja schon an der Ecke. Hallo? Ektar. Wenn dann du, sag mal, ne, an mir liegt es nicht. Ich brauche ja noch 2 andere. Ey, gar nicht so schlecht, oder? Aber der. Aber. Das Mikrofon fehlt. Oder du würfelst die Kamera nochmal nach? Wie denn? Indem du sie nimmst, hier die Kamera nochmal nimmst, aber das macht es auch nicht besser. Ne? Aber die liegt nicht auf dem Wild, oder? Nee, ich mach das anderes. Was man ja eigentlich nicht so macht, aber was ich eigentlich ganz gut finde, ist, weißt du, was ich mache? Erzähl mal. Ich werbe hier einfach so einen internen an. Ja. Das heißt, ich darf einen Würfel auf eine Seite meiner Wahl drehen und da brauche ich das Mikrofon, war das, ne? Ja. Mhm. Und dafür kriegen wir allerdings auch ein Problem. Okay. Ja, so ein interner. Sagen wir hier, the producer hired mob goons to help with the production problems. Resolving problems now costs 1 more. Es kostet also immer ein Geld. So, jetzt ist die Leiste hier um voll. Wir kriegen nicht mehr Probleme. Ich finde, es ist ja auch schon einiges, mit was wir uns hier oben machen. Ja, die Windmaschine, dieser komische, die unsichtbare Tinte, aber die unsichtbare Tinte hält mich ja nicht auf. Wir lassen uns da nicht unterkriegen. Ja, bevor das hier alles verschwindet und lustige Dinge macht, versuche ich natürlich, diese Szene noch schnell zu drehen. Bestens. Und damit ist sie fertig. Das ist so eine großartige Liebesszene. Auf jeden Fall. Applaus bitte! Ja. Hast du gut gemacht. Wir müssen dafür 2 Geld bezahlen. Wir sind jetzt auf 8. Ja, und gehen eine Qualität runter. Dann wird die gedreht. Wir gehen hier auf jeden Fall. Wir gehen hier 2 Qualitäten nach oben wieder durch die Szene. 1, 2, ja. Und haben jetzt eine dramatische Szene, wo jemand ein Liebesspiel oder ein Knutschen. Boah, das mit. Ach, mein Gott. Mann, ist das dramatisch. Ach so, guck mal, der hat seinen Ehering gefunden. Once upon a time because of that. Ja, also irgendwie. Die Toilette hat jemand was gesagt. Du mit deiner redenden Toilette, kein Wunder, dass das falsch rum wird. Guck doch mal, hier kommen doch Geräusche raus oder ist die Spülung einfach nur kaputt? Nee, da leuchtet einfach was. Da leuchtet nicht. Natürlich, das ist hier wie bei Vincent Vega. Wie bei dem Koffer? Ja, auf jeden Fall. Oh, das leuchtet. Koffer auch, das leuchtet. Was ist denn der goldene Kakao? Wir wissen es einfach. Ja, vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch ein normaler Kakao. Oh Mann, okay. Whatever floats your boat. Dann sind wir damit schon mal durch. Das slidet hier natürlich nach unten, wird aber ja irgendwie auch gleich wieder abgerundet. Genau. So, dann sind wir am Ende der Runde. Das heißt also, die Würfel kommen hier runter. Wir rotieren das jetzt wieder alles hier. 1, 2, unsere Windmaschine ist immer noch fleißig dabei. Und alle 13 Szenen werden abgeworfen. Gehen nach unten und kommen neue. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben eine Romantik-Szene und noch eine. Noch eine. Ja, und eine Kampfszene haben wir. Ein Kreuz. Ach, passt. Verdammt, fast hätten wir so ein Kreuz. Was? Aber das dürfte. Ich habe geguckt hier. Ja, du musst ja nur gucken, ob der Wind dich dahin treibt. See what's blowing in the wind. Ja, möglich. Aber das ist nur die Runde jetzt. Ne? Ja, wir müssen schon mal Probleme lösen. Ja, ich bin hier nicht der Problem. Ich habe kein Gaffertape. Problem wird jetzt schon mal gelöst. Wir müssen mal gucken, welche Probleme wir gleich lösen. So. Ich löse natürlich wahrscheinlich erstmal das Problem mit der Windmaschine da hinten, weil ich ja da 2 gleiche für brauche. Nee, 3 gleiche brauche ich ja da. Ja, aber die Windmaschine finde ich gar nicht so schlecht, weil die dreht ja das Ding nächste Runde vielleicht. Kann man dann löse ich erstmal dieses 1-Euro-Problem. Das 1-Euro, das kostet aber 1 Euro. Ja, also 1 Dollar. 1 Dollar, ja. Aber das könnte ich natürlich machen, oder?
Löse ich das mit meinem? Doch, ich löse das mal hier mit meinem Board. Ja, das ist ja egal, warum. Ach nee, da muss eine Kamera drauf. Ja, ich hab irgendwann. Ja, aber löst es doch einfach mit denen, also mit. Was immer du willst. Oder ich, du kannst ja das lösen mit deinem. Mit meinem. Und das jetzt erstmal mit zwei beliebigen. Ja, schon richtig. Machen wir es mal hier. Also zwei beliebige. Ich muss ja trotzdem Geld bezahlen. Also ja. Die Schläger müssen mindestens einmal bezahlt werden. Die werden jetzt hier einmal bezahlt. Mhm. Und dann. Ups. Das wird nicht umgedreht. Das geht natürlich. Da haben wir, was sind wir gerade? Bei vier Resolve. Bei fünf kriegen wir entweder zwei Geld oder eine Zeit. Dann würde ich löse einfach alle Probleme jetzt. Einmal das Gaffertape genommen und einmal ums Set gelaufen damit. Wird alles gelöst, ja. Ja, weiß ich nicht. Du kannst die Windmaschine natürlich anlassen. Vielleicht ist das mit der. Die Windmaschine, dann dreht sich das nochmal hier hoch. Das dreht sich dann so nach unten. Dass ich es jetzt runterdrehe, ist halt doof, aber dass ich das hochdrehe, finde ich gar nicht so schlecht. Na dann. Aber wir können es im Notfall auch einfach umbauen, wenn wir es brauchen. Na dann. Lassen wir das mit der Windmaschine? Das hilft uns erstmal nicht, wenn wir die Sets so, also wenn wir die Szenen schießen müssen, hilft uns das nicht. Ach komm, dann lasse ich die Windmaschine nochmal an. Der Kameramann sagt, das ist eine tolle Idee. Dann löse ich das Problem hier mal. Dann haben wir jetzt fünf. Was wollen wir denn haben? Geld oder Zeit? Ich glaube, Geld ist wichtiger. Oder? Wir sind bei Zeit sind wir bei sieben und Geld sind wir auch bei sieben. Naja, lass uns mal zwei Geld nehmen. 8, 9. Ja. Jetzt habe ich hier noch drei Sachen. Oder weißt du was? Doch, ich habe noch eine Idee. Wir lassen das doch mit der Windmaschine. Ich habe nämlich noch eine tolle Idee. Wir machen nochmal Produktionsmeeting. Ach, ich dachte, du kaufst noch ein Set-Teil, was du richtig einsetzt. Ja, das, ach so. Ja, oder so. Ah, ja, auch. Aber dann hätten wir diese Idee gelöst und dieses Problem gelöst und hätten vielleicht, müssten uns auch erstmal nicht so viel Gedanken machen. Ach so, ja. Das kannst du natürlich halten, wie du möchtest. Dann, ja. Produktionsmeeting, Pete. Ja. Hast du denn vielleicht eine Idee für nächste Runde? Für nächste Runde? Eine nächste Rundenidee. Ja, ich finde es eigentlich gut. Die finde ich sehr lustig. Viel Spaß damit. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ja, also ich will jetzt nämlich hier Umarmung für alle, Hugs for Everyone. Wir können ein Problem lösen jetzt gleich und müssen nächste Runde auch kein neues Problem ziehen. Was haben wir denn hier noch gehabt? Oh, das ist hier auch Bet some of your budget at the horse race. Also jedenfalls mal mit unserem Filmbudget beim Pferdewetten. Und das ist auch echt so eine Sache hier. Da muss man so Sachen flippen. Ja. Dreimal muss man ein Set-Teil flippen. Und es muss quasi mit der richtigen Seite nach oben landen. 2 von 3 Mal. Dann würde man Geld kriegen, andermals verliert man Geld. Es kann ruhig weg, glaube ich. Of 2 unused up to 2 times each. Ja, das ist eigentlich auch. Ja, aber wenn nämlich wichtig, wir benutzen unsere Crewmember als organische Mikrofone. Ja, das ist schön eingestöpselt hier so im Nacken. Das XLR-Anschluss ist immer gut. Ah, Matrix ist ja gerade in. Also diese Pferdewetten-Sachen, die hauen wir mal raus. Aber hier werden wir das gleich spielen und dann würde ich das mal hier hinlegen. Mhm. Mal gucken. Ja, also noch können wir ja was ausgeben, aber ist vielleicht auch gut, weil hier bekommen wir ja auch immer ein paar Sachen so. Also das Problem wird jetzt hier erstmal abgeschafft und nächste Runde, deswegen lege ich das vielleicht einfach mal auch hier hin. Müssen wir nicht nachziehen. Ja, genau. Noch eine Idee für mich hier nachziehen. Mhm. Und jetzt kann ich ja hier noch, das ist ja ein Wild, ne? Zwei gleich und meine zwei Kammern. Jetzt kann ich ja noch was einkaufen hier. Ja, sind beide gut. Sind beide gar nicht so schlecht, wa? Es kommt halt darauf an, was du jetzt anrichten möchtest. Was wollen wir denn, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Was haben wir denn Lust? Ich überlege gerade, wie wir das drehen überhaupt. Wir müssen ja noch mal eins drehen.
Ja, du kannst doch es alternativ einfach versetzen, dann müssen wir kein Geld ausgeben, wenn du jetzt irgendwas drehen willst. Ja, man kann nämlich auch jedes Teil neu arrangieren. Das wäre natürlich eine Option. Sollen wir das mal machen? Und auf was gehen wir denn? Auf dieses Kreuz? Wo immer du hin willst. Ja. Oder die Action-Szene? Das Kreuz, ja, vielleicht das Kreuz. Schaffen wir denn das Kreuz? Das lasse ich dir. Also ich sage ja, ich frage jetzt, wie du es schaffst. Wie eh, nur die Frage ist, wie ich es schaffe. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Aha, Piet. Was denn? Ich sehe ja nichts. Aha. Wie schaffen wir das Kreuz? Das Kreuz, das Kreuz. Und es darf ja nicht... schon gut. Das ist ein Kreuz. So zum Beispiel. Richtig. Aber drei Ektas zu würfeln, ist auch schon wieder so eine heroische Tat. Ja, aber weil du ja dabei bist. Ach so. Ja? Ja, also ich müsste eigentlich für zwei zählen. Du bist eigentlich dreimal im Spiel. Also, weißt du, richtig großartig, Geld. Richtig großartig. Okay, dann wird hier wieder eine Zeit runtergedreht. Die kommen hier alle zurück. Du hast jetzt ganze sechs Würfel. Wir ziehen nicht nach. Genau. Wir ziehen nämlich kein Problem, diese Runde. Zu ruhig hier. Bin ich gar nicht gewöhnt, das ist kein Problem. Aber wir am Set, heute ist mal ein sehr produktiver Tag. Ne? Jetzt schauen wir mal, ob der produktiv wird. Tada! Passt. Zwei Ektors immerhin gewürfelt. Ist ja schon mal was. Mhm. Ist ja schon mal was, ist ja schon mal was. Ich leg den mal hier raus. Drei Mikrofone hat er. Ich mache was ganz Wildes. Was ganz Wildes, ja. Du kannst ja auch wieder so einen Intern uns anlachen. Nee, ich versuche was anderes. Versuch's mal. Okay, was versuchst du denn? Achso, nee, die beiden brauche ich. Ich mache das Ganze. Achso, dann kann ich das nicht schießen. Oder dann kann ich, doch, kann ich. Ich gehe mal hier hin, um die Idee aufzulösen und versuche das. Und jetzt darf ich ja Any Number of Dice neu würfeln, up to two times. Und die du gewürfelt hast, die Mikrofone, das sind auch wild. Richtig, ich würfel aber nicht neu. Ja, genau, das sind einfach wild. Achso, you then roll. Doch, ich müsste sie neu würfeln. Die Mikrofone? You then roll. Ja, stimmt. Also eins brauche ich ja. Na komm. Ach komm, du würfelst einfach toll. Du hast ein Wild gewürfelt, ist doch gut, oder? War das schon. Ach, du darfst ja auch zweimal nach. Hey! Yes. Der Speed ist so ein Charakterschauspieler. Ich muss gleich nochmal Licht ausmachen. Kannst du ja machen. So ein Dann nehmen wir hier die beiden Actors. Natürlich ist es. Der Star, der glänzt, der ist auch so hell, dass der Kameramann hier gleich geblendet ist. Weil das sind wir beide eigentlich. Das ist der Kameramann und der Actor. Ah, ja, stimmt. So, dann haben wir die gedreht. Müssen jetzt nur zwei Geld zum Glück ausgeben. Mhm. Ja, das wird die gut hier abgelegt natürlich. Ja, genau. Wir müssen auch ein Quality abgeben. Wir kriegen aber auch wieder. Ja, schießen hier also eine 3-Shoot-Szene auf MFS. Dolby in Easy Props Champ is fake. Der Champagner ist also nicht echt in dieser Szene. Es tut mir leid. Verstehe. Und ihr seht, es gibt wirklich, oh nein, wir trinken, was trinken wir? Einfach Selter. Ja, es sprudelt halt ein bisschen, aber der Champagner ist nicht echt. Ja, das ist natürlich. Aber das sieht ja keiner. Deswegen, aber der Champagner ist nicht echt. Das ist die Tragik an der Sache. Ja? Ja, wir hoffen, dass das Champagner ist. Es ist aus der Toilette. Es ist gelb und sprudelt und kommt aus der Toilette. Ja, ihr seht schon. Also wenn das kein... Gerade ist es noch so unwatchable Nonsense. Aber wir werden es noch zu dem so richtig großartigen Film schaffen. Werden wir es versuchen. Wir werden es versuchen. Genau. Mann. Gut, das hat jetzt mal wieder einen Tag Arbeit hier gekostet. Hast du das Geld bezahlt? Nee, ja, das Geld habe ich bezahlt. Ja, okay. Wir haben ja den Champagner gespart. Ja. Wir haben ja aus der internen Geheimtoilette. Oh Mann, ey. Gucken wir mal, was es hier für ein Problem wieder gibt für uns. Oh, ein Actor-Problem, oder? The Actors practice screaming too much. Er hat die Stimme von einem sich wieder so sehr angeschrien. Ja. You cannot longer assign actors to any action
including placing on set. Also wir dürfen einfach diese Ektar-Würfel sind nutzlos. Ektar-Würfel dürfen wir gerade nirgendwo. Hannibal Ektar. Aber ich kann das ja problemmäßig mit Gaffer-Tape lösen. Ja. Hier hast du ein neues Stimmband, oder? Vielleicht, ja. Oder ich. Wir machen einfach so Mund. Ach so, das kriegt man nicht mit, dass sie nicht reden können, weil den ja, Gaffer-Tape stimmt, wir schießen die Szene, wo sie einfach geknebelt in der Ecke sitzen. Ja, so macht man das. So macht man das. Na, guck hier, drei Actors. Die alle? Wenn dann alle. Und das ist eine Kamera ist immer gut, weil das doch, eine Kamera ist immer gut für mich. Weil mit der Kamera würde ich jetzt erstmal hier das Problem lösen. Ja? Weg mit diesem Problem. Ich kann wieder reden. Das ist schön. Zack, zack, zack. Ach, guck mal, wir könnten die auch gleich machen, wenn du das hinkriegst. Also auf jeden Fall ist ja hier einer, hier ein Schauspieler. Die Kamera habe ich ja gerade, ja, es fehlen halt so ein paar Sachen, ne? Die Kamera habe ich eben eingesetzt, Licht und Dings fehlt. Was denkst du denn, was man da lieber einsetzt? Würdest du mit zwei Würfeln das hinkriegen? Nein. Mit zwei Würfeln? Nee, mit drei Würfeln. Du kriegst ja mit ach so, einem. Vielleicht. Aber der junge Gott im Würfeln bist ja du eher. Ich habe aber auch nichts, was uns da hilft. Übrigens. Wollen wir mal noch eine Idee spielen, Pete? Ich habe nichts. Was? Ah, ich könnte... Ah nee, aber dann, nee, das macht nichts. Reroll any number. Ich kann nur Dinge neu ersetzen. Vielleicht. Vielleicht ziehen wir ja auch eine tolle Idee. Ja, das geht im Lab natürlich. Ja, lass uns das mal probieren. Komm, ich finde den All-Nighter kriegst du von mir. All night long. All night long. Mal gucken. Dann ziehen wir gleich schon mal nach, dass wir das nicht vergessen. Ja. All night long. Hört sich ja. Hier. Spend all night redrawing the storyboard. Draw five scenes from the button of the choose three enterprise. Da könnte man das. Aber jetzt haben wir ja schon das. Aber vielleicht heben wir uns das auf. Wir können ja die oberen beiden weglegen. Oder wir heben uns das put auf. Put one unused aside. It cannot be used for the rest of this turn or the next. Oh, dann kriegen wir drei. Das können wir sogar. Ach nee, doch. Die könnten wir jetzt ausführen. Dann würde ich den Würfel beiseite legen, den wir noch haben. Dann kriegen wir drei Geld. Und das mit dem Storyboard, entweder nehmen wir das als Idee oder dass wir hier nochmal Zeit kriegen. Wir sind aktuell bei 5, aber brauchen wir ja, noch weiß ich Zeit? Noch nicht. Komm, dann nehme ich mal deine Storyboard-ID. Die lege ich mal hier hin, dass wir vielleicht noch was abbauen können. Die mit dem Second Unit of Trained Monkeys legen wir jetzt mal ab. Und dann. Aber ich nehme zwei Zeit. Ja, ja, ja. Und dann wird jetzt der, die führen wir aus, den legen wir jetzt beiseite. Der wird, also diese Runde verwenden wir den einfach nicht mehr. Mhm. Ja? Also irgendwie schon für die Karte halt. Und dann gibt es nämlich drei Geldeinheiten. Sind wir hier bei 10. Or the next one. Nee, aber wir wollen den jetzt diese Runde. Safen. Mhm. Also nicht benutzen. Gut, dann kriegst du jetzt drei Würfel, Pete. Wir ganze drei Würfel. Gehen auf 5 Seiten runter, die wird abgeworfen. Kriegen natürlich jetzt auch wieder ein Problem. Nee, komm. Was haben wir denn? Everything is going wrong at once. Whenever we resolve another problem, immediately draw a new one. Also wenn wir das lösen, gibt es gleich wieder ein neues Problem. Aber nee, wenn wir ein anderes lösen. Any other ach so, problem? Okay, ein anderes Problem. Das muss also theoretisch zuerst gelöst werden. Bis jetzt ist es auch. Aber gut, du willst ja jetzt... Du willst jetzt so eine Malpalette und eine Kamera werfen. Malpalette und Kamera. Also es wird ja, nee, du willst, das heißt, du siehst, musst. Genau. Du. Aha, bitte. Und jetzt bitte mal, ja? Jetzt halten Sie sich mal ins Skript. Eine Kamera hast du gesagt. Ja. Du könntest natürlich das hier noch, den Wild noch nachwerfen. Weil ich Licht habe. Weil du Licht hast. Ja, das ist eine super Idee. Dann nehme ich die hier schon mal raus. Und jetzt, Pete, bitte. Yes! So, wir haben also einmal so ein Licht. Würfel, Gott, hier. Ja. Ja. Ja, die Ausleuchtung stimmt. Man muss halt auch ein bisschen, ne, man muss mich schon mal ein bisschen fordern. Dann komme ich auch zur Höchstleistung.
Hier die Malpalette ist natürlich wieder der Star in der Mitte. Und wir setzen hier die Kamera hier unten hin. Bestens. Dann bezahlen wir dafür zwei. Die machen wir schon mal. Ja. Eins, zwei. Wir gehen eine Quality nach unten, gehen aber dann durch die Szene wieder eine nach oben. Ach, weißt du? Ja. Oh, da ist jemand krank geworden. Ja, der Sekt war wohl doch kein... Der war doch Eigenurintherapie. Sprudelnde Eigenurintherapie. Denn doch ein bisschen mehr auf den Magen geschlagen. Oh, alles dabei. Und die dürfen wir nicht machen. Nee, die wollen wir nicht machen. Wir könnten aber die Idee machen und hier nochmal eins nach unten gehen. Aber dann wechseln wir hier. Ich fand ja das... Achso, die beiden kommen ja jetzt. Ja, weil wir vielleicht brauchen wir... Vielleicht, also wir dürfen jetzt auch nichts mehr kriegen. Wir müssen hier eigentlich was wegkriegen, was uns keinen Bonus gibt, dass wir dann doch noch eins runterrutschen. Guck ihn hier an. Ja, ja, mach ich einfach. Ja. Weil du... Wenn mir der Kameramann sagt... Ja, genau. Hier. Gut, dann gehen wir hier natürlich ein Quality nach unten. Und jetzt ziehe ich 5 Scenes from the bottom of the deck. Also Dinge, die wir vorhin weggewählt haben. Warum musst du die nicht... Oder Draufballscreen from the bottom. Aber warum hast du die am Bottom gepackt? Sagtest du das? Sagte, die ist ein Problem vorher. Okay. Aber ich ziehe ja 5, das heißt, wir haben... Da können wir ja irgendwas auswählen. Da wird ja wohl eine jetzt dabei sein, die nicht im Bonus... Choose gibt. 2 and replace any 2 scenes in dem Ding da. Also, wir wollen die hier wegkriegen. Ja, ich schau mal, was wir hier so wegkriegen. Die wollen wir nicht, weil die ja auch Punkte bringen. Wir wollen also alle, die Punkte haben, ist schon mal scheiße. Also. Komm, ist da jetzt mal eine? Ja, wenigstens eine ohne Punkte dabei. Nein, aber die würde uns... Nee, die ist okay. Ah, weil du noch das Skript noch... In letzter Sekunde ändern wir noch das Skript. Das kannst du doch, oder? Du kannst ja, ich kann das in zwei Würfeln. Weil sonst, wenn wir hier nämlich dreimal Liebesszene hätten, dann würden wir 3 Punkte. Das wollen wir natürlich nicht. Der Titel ist ja auch They Buried Memories. Ist ja für einen richtigen Trashfilm das ist ja gar nicht gut, oder? In letzter Sekunde. Ja. Das ist eigentlich alles egal, weil das ja alles... Sowieso alles egal. Do it, Pete. Da müssen wir... Also das gefällt mir hier noch am besten. Die anderen... You turn the rest of the to the bottom. Das heißt, die wird ausgetauscht mit dieser hier. Und dann könnten wir. Und die ist ganz gut, weil die nichts bringt. Ja, weil die nichts kostet. Ich muss 2 ersetzen. Naja, dann ersetze ich halt die. Ach so, weil die günstiger ist. Ach egal. Geld? Haben 8 Geld ist kein Problem. Kein Problem, sagt er. Geld ist no problem. Und dann haben wir hier die Szenen. So. Dann bin ich soweit. Du bist soweit durch, ne? Ja, aber richtig am Ende. Richtig durch. Dann gehen wir wieder 3 Tage haben wir oder 3 Zeiteinheiten bleiben uns noch. Piep. Das wird schon. Das rutscht hier raus. Wir dürfen nur die nicht fertigstellen, bevor ich nicht. Ja. Was gibt's hier wieder für ein Problem? 100 of extremely rare protected butterflies have taken. Schmetterlinge. Ja, deswegen auch die Romantik-Szene. Moving and rotating indices. Also wir dürfen das jetzt verändern, natürlich. Verändern kostet jetzt ein Geld, damit wir die dann nicht stören. Wir müssen erstmal die Schmetterlinge einfangen. Aber wir hätten auch erstmal die Würfel runternehmen müssen. Die Zeit hast du runtergedreht. Ja, die Zeit habe ich runtergedreht. Würfel ich gleich mal nach. Oh, ganz viel Licht habe ich hier geworfen. Dreimal Licht. Keine Kamera diesmal. Oh, ist ein bisschen traurig. Aber ich könnte auch ein Wild dafür einsetzen, um das zu lösen. Dann löse ich vielleicht einfach mal ein paar Probleme, weil du willst ja noch unser Skript ändern, damit wir das noch fertigstellen können. Ich weiß ja gar nicht, was wir hier machen wollen überhaupt. Achso, den hier unten müssen wir machen, ne? Aha, verstehe. Also ich werde erstmal das hier ändern, um dieses Problem wegzukriegen. Ja? Damit wir erstmal nicht noch irgendwie mehr Probleme generieren. Achso, ich hätte auch, naja. Dann habe ich jetzt hier schon mal eins. Können wir das eigentlich schon gleich? Das können wir noch nicht gleich machen, ne? Welches? Das da unten? Nee, da fehlt uns die Ecke irgendwie. Da fehlt uns die Ecke. Die Ecke fehlt uns da. Kriegen wir das wieder? Dann müssen wir irgendwie umbauen, ne? Ja, brauchst du halt komplett um. Darfst du ja alle umbauen. Ja, aber erstmal müssen wir dann. Aber wieder... umbauen kostet Geld. Derzeit. Wegen den Schmetterlingen, die noch da sind. Ja, aber den kann ich ja hier mit dem Wild
Löse ich das Problem? Also, warte kurz. Das müsst ihr euch noch vorstellen. Gaffer, Tape und Schmetterlinge. Ja, ja? Genau. Ich habe nicht dieses ganz stark klebende Gaffer-Tape, sondern ich konnte die alle so und dann also ausschütteln. Ja, natürlich. Alles schön. So, dann nehme ich mal hier das hier. Das ist also so ein, so ein halber Fliegenfänger, meinst du? Auf jeden Fall. Gut, so, jetzt können wir das hier wieder umarrangieren. Ja, dann nutzt doch am besten den Actor gleich als Actor. Machen wir ja. Den Actor als Actor und jetzt hier zum Beispiel, oder? Ja. So. So sieht es aus. Umgeschoben. Und dann nutzen wir jetzt den Actor als Actor. Ja. Hannibal Actor. Actor. Ja. Alles gut, ne? Ja, noch zwei. Ja, dann war's das auch schon. Von meiner Seite, wir gehen runter auf zwei. Wir sind hier so, ihr seht schon, jetzt wir kommen jetzt hier so lange, so, aber wir sind ja kurz vor Fertigstellung. Also es ist alles, ja, hätten wir doch mal Zeit genommen und nicht Geld. Ach, alles gut. Alles gut, Pete. Alles wird gut. Ja, sagt dir der Kameramann. Wir auch mal gucken, was das hier. Ja, ja, der Film ist ja, wurde nur von. Oh, was ist hier? Deadly Wasp built a nest in one of the editing rooms. Pokeblock talk on any empty editing rooms. Das muss erstmal noch gelöst werden, aber. Da kommen jetzt nämlich auch die Token mal zum einen. Genau. Aber das heißt ja noch nicht, dass wir das nicht noch irgendwie vielleicht loswerden. Ach, warte mal, Entschuldigung, ich habe hier einen Würfel falsch. Den Ektar-Würfel, der muss ja da liegen bleiben. So. Ich meine, wir brauchen ja auch nur noch drei Würfel für diese letzte finale Szene. Ne? Ja, wir schaffen das schon. Was brauchen wir denn? Ektar? Habe ich nicht. Doch, du hast aber einen Wild geworfen. Ein Mikro habe ich? Ein Wild, ein Mikro und eine Kamera. So, und jetzt kommt es. Du bist ja so krass. Weil ich einfach Bock drauf habe. Stimmt, wir müssen das ja noch ändern. Oh nein, wir schaffen Produktionsmeeting! Willst du nicht die Szene ändern? Ach ja, das muss ich ja auch noch. Ja, du musst die Szene ändern. Wir können jetzt die Runde noch nicht fertig machen. Ich habe nur zu wenig. Guck mal, ich habe eine Idee. Ich habe hier eine tolle Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Schaffen wir das mit dir? Doch, wirklich. Ich habe eine richtig gute Idee, die wir jetzt benutzen. Richtig gute Idee. Okay, wenn du das sagst. Ja. Achso, nee, ich kriege aber das Ding da nicht weg. Dann schon, glaube ich. So gut ist die Idee. Ohne jetzt genau. So gut ist die Idee. Ja, ja. Das heißt, ich wollte ja eine Idee machen, damit ich das Produktions. Komm, probier mal. Mach mal eine Idee. Oder? Wir machen eine Idee. Du sagst, wir machen eine Idee. Du nimmst das hier. Das heißt, ich nehme die. Oh, jetzt müssen wir doch noch mal überlegen. Nee, ich mach die Idee noch nicht. Doch, du machst die Idee. Doch, du machst die Idee. Und dann kannst du noch, was benutzen. Mit meiner Idee. Ja, doch, wir kriegen das schon hin. Okay. Ja, also, hier, eine Idee. Wir gehen dahin. Ja, wir machen Produktionsmeeting. Ja. Ja. Guckst du dir mal an. Idea. Make that scene a flashback. If there are at least two scenes in the editing room, swap the places of two scenes and gain to quality. Nein. Die Idee, wipe the crew's memory so they don't remember working today. Das ist natürlich auch ein voller Trick. Guck mal, da darf man doch... Reassign three used dice. Dann kann du... The case is the same. Das heißt, du willst es also hier machen. Mhm. Weil derzeit habe ich ja nur einen Würfel gemacht. Ja, genau. Und ich mache nämlich impersonate another member of the crew. Ich bin jetzt Alex. Ja, genau. Dann darfst du am Licht spielen. Dann immediately perform any one action from the players... Tableau without needing to place a die on it. Pete! Und Gaffer-Tape holst du auch mal. Genau, ich fand das mit dem Gaffer-Tape eigentlich ganz geil. Und benutzt es einfach, um hier dieses Problem zu lösen. Ja, bestens. Und das Problem gibt uns, das fünfte Problem, was wir gelöst haben, wir kriegen noch eine Zeit. Ja, nehmen wir mal die Zeit hier. Die gehen dann auch raus. So, und jetzt, wie wild? Jetzt darfst du sozusagen... Das theoretisch auch. Jetzt benutze ich die beiden hier auf meinem persönlichen Board, wo ich die eine Hälfte des Skripts ändern darf, und zwar nach meinem Wünschen, denn ich bin ja der Star.
Das heißt, Memories brauchen wir nicht mehr. Ja, aber das wäre mal was Cooles. They buried und das haben also, wir. Also, ich muss ja aufpassen. Ja, wir wollen. Also, wir können nicht Skelette im Schrank nehmen, weil wir haben die Szene leider. Ja. Wenn wir drei. Long Lost Cousin, den haben wir vergraben. Den, ja, das könnte sein. Nee. Nee, wir haben oben eine Szene. Seaside Smooches? Okay. Oh, guck mal, dann geht die nach unten, wenn man das hat. Ja, weil das so. Wir haben keine traurige Szene, das würde gehen. Das würde gehen. Was an? Ja, wir können ja auch die nehmen im Notfall, weil das geht ja dann nach unten. Wenn wir es nicht haben, ist ja auch nicht schlimm. Hm. Wir haben geheime Briefe verbuddelt. Gebrochene Träume. Broken Dreams. Knife-wielding Maniacs haben wir verbuddelt. Das würden wir sogar hinkriegen, ja. Clown-Fighting wäre noch eine Option. The Buried Clown Fighting, das ist doch auch irgendwie, nicht? Wir können auch die Grandma. Buried Grandma? Ja, deswegen haben wir Sekt getrunken vielleicht. Ah, stimmt. Die haben wir dann in der Toilette. Ein paar Morons, also ein paar Idioten einfach abgebildet. Herzschmerz. Können wir nicht, haben wir. Ah, doch, würde auch gehen. Oder wir haben Gin und Tonic verbuddelt. Na, dann lass uns doch Gin und Tonic verbuddeln. Wer ist Gin und Tonic? Bist du Gin und ich Tonic? Vielleicht, ja. Ja. Dann legen wir das oben rauf. The Buried Gin Tonic. Weil die Szene ist ja auch nur eine Liebesszene. Das heißt also, das ändern wir hier noch an. Und dann. Dann hast du jetzt hier noch hier zwei so einen Würfel. Genau. Gib den hier hin. Geben wir jetzt hier ein Geld. Ja, aus. Genau. Dann darf ich drei Würfel, die ich benutzt habe. Wieder. Aber die Augen bleiben gleich. Und ich brauche nur die zwei eigentlich. Aber neben denen, dann kann ich nämlich noch ein Produktionsmeeting machen. Noch? Oh ja, noch eine Karte. Ja, dann dreh mal den Film ab, oder? Ja, dann machen wir den Film einmal fertig, bevor noch irgendwie komische Sachen passieren. Ja, genau. Also hier kommt mal wieder der Star der Geschichte an. Gin Tonic. Gin und Tonic kommen jetzt aufs Set. Nico haben wir auch an, also die Tonaufnahme sollte passen und Kamera läuft auch. Und wenn wir noch einen haben, hier kommen wir jetzt so schön mal. Noch ein Produktionsmeeting. Ja. Die hier. Ich habe hier auch was Schönes. Pete, bist du heute in der Szene drin eigentlich? Bin ich in der Szene drin? Ja, weil sonst hast du auch eine Aufgabe. Okay. Use the actors who aren't on camera today as meat stand. Ja, das halten sie diesen. Ja, genau. Sie dürfen heute mal einfach mal. This turn, actors are wild. Das heißt, alle Actors werden wild. Also werden Joker. Wir haben rewrite the dance script yourself, replace one half of the script with another half. Also das ist, was ich auch konnte. Und dann kriegt man halt ein Geld oder einen Dingsbums. Oder look yourself in the editing room and recut the whole dang movie. Move or rearrange any of the scenes however you like, then gain one money and one. Wobei das hier eigentlich cool wäre, wenn das or, also eins nach oben oder nach unten wäre, weißt du, wenn man, dass man das auch so wirklich schneiden kann. Ja, dann musst du das halt, ja, okay, ja. Aber wir können es ja jetzt umschneiden. Willst du die noch umändern? Wir wollen die nicht umschneiden. Okay, wir wollen die nicht umschneiden. Nee, weil wir müssen ja genau eins nach unten gehen, damit das passt. Ja, aber es gibt ja ein Geld. Wir können, wenn du das jetzt möchtest, könntest du die Geschichte oder natürlich anpassen. Ach ja. Das Skript wollen wir nicht anpassen, das habe ich ja gerade gemacht. Dann spielen wir das und das ist für später. Okay. Und das heißt also, alle Actors wählen wild, aber einfach nur ein paar Karten abzuspielen und dann Action! Ja, und schießen. Bitte. Ja, wir schießen. Diese Liebesszene, wie wir hier noch am Ende romantisch ins Mondlicht schauen. Denn wir sehen hier, die sind gleich aufgebaut. Die Szene gebe ich dem Kameramann, der hat sie geschossen. Oh ja, guck mal. Ach, so viele Sterne. Don't aber warte, weil ja wichtig ist, wir geben zwei aus und die Qualität sinkt um eins und dann wird die erst geschossen, weil sobald nämlich die fünfte Szene im Kasten ist, ist das Spiel vorbei. Es ist so richtig, aber so richtig schlecht geworden. Ja, es ist ein richtiger Trash. Once upon a time. Ja, du hast noch leuchtete, ein Bild. Leuchtete die Kartoffel, wollte ich schon sagen. Leuchtete die Schüssel. Ich war schon beim Armbrot machen. Vielleicht hat er auch ein Goldnugget ausgeschissen. Was ist da, was auch immer da ist. Ja, und das ist jetzt nämlich auch so ein Part. Jetzt wird halt die Geschichte von diesem Film erzählt. Was auch immer da mit der Toilette passiert ist. Deswegen haben sich irgendwelche verliebt.
Vielleicht, wenn man in die Toilette schaut. Aber er trägt. Achso, nee. Vielleicht, wenn man in die Toilette schaut. Das ist einfach die Toilette, die sich transformiert hat. Die Farbe ist gleich. Er liebt seine Toilette. Because of the, er hat sich in die. Meinst du, er hat in die, also, es muss ja irgendwie richtig hardcore trash sein. Ja. Und, aber. Dann haben wir uns zum Natursekt trinken getroffen. Und weil das passiert ist, irgendeiner hat es nicht so. Es genau, nicht ist einer krank geworden und dann musste. Guck mal, dann. Stimmt, einer scheint gestorben zu sein. Vielleicht. Das ist dann so eine König der Löwen. Wir schauen in die Sterne. Ach so, nee, das hat er dann alles nur erzählt. Das hat er sich ausgedacht. Okay. Aber dann ist das nicht so trash. Vielleicht. An der Stelle würde ich es ja machen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht da eine nette Geschichte noch kriegt, ja? Was irgendwie mit Toilette, Liebe, die fünf Karten sind, ja. Sekt-Anstoßszene, jemand krank im Bett wird vorgelesen. Vielleicht keine anstößigen Szenen. Ja, oder ja, Punkt, Punkt, Punkt oder so. Vielleicht habt ihr ja da eine Idee, das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Mensch, Piet. Da müssen wir haben auch wirklich für jede Szene nur eine Klappe gebraucht. Ja. Übrigens auch ganz, hier gibt es auch so einen Filmrollen. Ja, genau. Das Tray ist hier von Game Trays und das ist natürlich. Mute jetzt nur mal ganz stark, ohne es natürlich genau zu wissen, dass die auch wieder diese. Aber das ist jetzt nur eine Frage. Und ganz wichtig, die Erweiterung passt ja auch noch rein. In die Leute. Ja, es gab schon einen Kickstarter von der Erweiterung. Ich gehe davon aus, dass es die dann auch in der Schmiede gibt. Aber wir werden sehen, was passiert. Das steht noch in der Zukunft. Das Projekt ist noch nicht erschienen. Aber ihr wisst jetzt, wie man es ungefähr spielt. Wenn ihr Fragen habt, dann entweder auch in die Kommentare. Mir ist ein langer Let's Play-Wunsch in Erfüllung gegangen, weil ich das schon sehr lange. Ich sehe gerade, Piet, wir haben nur noch wenige Sekunden 120 mm Film in der Kamera. könnte gleich zu Ende sein. Oder das Gaffertape reißt wieder und wir haben so splittet sich wieder auf. Meine oder der Ton ist doch nicht an. Ah, ja. Also, roll the camera. Schön, dass ihr dabei wart. In dem Sinne, Alex, der hier rechts neben mir sitzt. Peace, Piet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.